Guten Tag. Vielen Dank für Kommentare und vielen Dank für so viele Komplimente, die ich bekommen habe. Ich bekomme sehr viele Komplimente, vor allem von jungen Leuten, die so 20, 22 sind, Mädchen und Jungs. Es ist mir klar, viele Leute in dem Alter haben keine Ideale heute. Das ist nicht wie die ältere Generation. Ältere Generation hat andere Ideale gehabt. Das waren Elvis Presley und Frank Sinatra und The Beatles und Barbara Streisand und so weiter. Aber die jungen Leute haben diese Ideale nicht, weil alles hat sich sowieso verändert, vor allem nach Corona. Und deswegen junge Leute leben in einer anderen Welt heute, haben nicht so viel Lust auf Arbeit. Das lesen wir jeden Tag in den Zeitungen. Sie leben in einer anderen Welt. Nicht wie damals die Leute, die gedacht haben, durch harte Arbeit müssen wir etwas uns da erarbeiten. Das ist heute nicht so. Die Leute leben in einer anderen Welt. Die wollen rauchen, die wollen Alkohol trinken, die wollen auf Festivals fahren, sich dort austoben und die wollen vor allem nach dieser schrecklichen Corona-Zeit, obwohl die ist noch nicht zu Ende, die wollen in anderen Sphären leben. Deswegen, diese jungen Leute schreiben mich an und suchen natürlich nach Idolen. Ich bin sehr froh und glücklich, wenn ich so ein bisschen Idol für die Leute bin und etwas sagen kann, was sie auch interessiert und was sie analysieren und gut finden. Dafür danke, danke, danke. Wir reden weiter über Waage. Waage macht den Eindruck, kalt zu sein. Viele Leute beschweren sich darüber, dass Waage ein bisschen kalt ist. Also in der Gruppe führt Waage intelligente Gespräche, ist sehr objektiv, hat Geduld, also ist duldsam. Aber man merkt eine arktische Brise, wenn man mit Waage alleine ist. Denn wenn wir über Gefühle sprechen mit der Waage, ist es schwierig, weil Waage sortiert, analysiert, bewertet. Und wenn du Waage fragst, liebst du mich oder sprichst du über Gefühle, dann dieser Augenblick, wie man so schön sagt, ist schon vorbei. Du möchtest mit Waage so ein bisschen alleine sein und fragen, liebst du mich? Und vielleicht hast du andere Gedanken, vielleicht möchtest du was anderes mit der Waage tun gerade, aber die Waage, wie gesagt, redet mit dir. Und the thrill is off. Alles ist dann vorbei. Auf jeden Fall, Waage hat natürlich schon Fähigkeit, mit dir so toll zu reden, dass macht ein großes Bild von dir. Und diese anderen Leute, die dir dann nicht so gut tun und du sprichst über diese Leute, Waage hat wirklich die Fähigkeit, aus diesen anderen Leuten ein kleines Bild zu machen und dich wieder so groß zu machen, ein großes Bild darzustellen aus deiner Person und analysiert so schön alles. Andere Leute sagen, ja, das ist gut, ach schön, ja, das gefällt mir nicht, ja, so ist okay, ja, was wollen wir da machen? Waage ist nicht so. Waage wird fragen, warum? Waage wird fragen, wie ist das so und warum und was hast du da genau gesagt und warum hat er nicht reagiert? Waage wird das alles sehr schön analysieren, weil Waage sieht alles in Systemen. Also wie gesagt, Waage macht richtig ein großes Bild aus dir und deswegen ist das schön, mit Waage zu reden. Waage wird immer nachfragen. Das ist nicht so, dass du irgendwo weiß ich nicht, irgendwelche Sushi bestellst oder irgendwelche Kalamaris frittiert und dann isst du das. Waage wird fragen, sind diese Kalamaris richtig echt oder ist das nur gepresstes Fleisch? Wenn du Schinken kaufst irgendwo, Waage wird auch fragen, ist das echter Schinken oder ist das nur gepresste Ware? Das gibt's auch, ne? Das wissen wir. Und wenn du, mein Gott, irgendwelche getrocknete, luftgetrocknete Sorten von Schinken kaufst,
Waage wird immer fragen, ist das wirklich aus der Region, aus Italien? Ist das wirklich San Daniele? Ist das wirklich Serrano? Weil Waage weiß, es gibt, mein Gott, alles Mögliche. Das haben wir in den Sendungen gesehen, dass manchmal so eine Sorte von Schinken gar nicht aus der Region kommt. Irgendwo hat dieser Schinken das Stempel bekommen und wird verkauft als Schinken aus der Region. Aber so ist das oft nicht, das wissen wir. Wir haben verschiedene verbraucherzentrale Dokumentationen gesehen und im Fernsehen alles schon gehört, dass das manchmal nicht so ist. Deswegen, Waage fragt immer nach. Und das ist das Tolle bei Waage, dass Waage sieht das so alles als ein System und fragt nach. Und deswegen wird nicht alles so akzeptiert wie bei den anderen Sternzeichen. Wird nicht hysterisch wie Stier oder Jungfrau, wird nicht so da etwas akzeptieren wie Fische. Ja, so ist das, was soll ich dazu sagen? Denn immer Waage wird etwas schön analysieren und immer aus dir so ein richtig großes Bild machen. Und du bist da immer im Mittelpunkt bei einer Waage. Und das ist sehr, sehr schön. Natürlich deswegen kriegt man das Gefühl, dass Waage ist ein bisschen kalt. Weil Waage sitzt nicht so da wie ein Hund oder Lamm und guckt dir schön in die Augen und sagt, okay, das ist so, sondern Waage wird immer schön analysieren und benennen und sortieren. Und das ist toll bei einer Waage. Deswegen, es macht wirklich Spaß, mit einer Waage immer zu reden, weil Waage denkt immer in Systemen. Aber für heute ist wirklich die Zeit um.